Eingabe zum Starten und herzlich willkommen zur Better Blackboards 3. Jawohl. Schauen wir mal, was hier auf uns erwartet, was uns hier erwartet, so würde ich sagen. Wir spielen den Multiplayer, das ist ja das Einzige, was wir haben. So, was machen wir denn hier? Helligkeit, ne? Komm. So, hallo beim Mehrspieler. Na huhu. Alle Mitarbeiter bei Triage danken für die Teilnahme an Call of Duty Black Ops 3 Mehrspieler Beta. Dies ist nur ein Teil des kompletten Mehrspielererlebnisses und wir sind froh, es mit unseren treuen Anhängern teilen zu können. Durch die Teilnahme werden Sie Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Spielern, die dabei helfen, die Spielerfahrung für die Veröffentlichung am 6. November zu verbessern. Ja, ja, du mich auch. Viel Glück. Ja, tschüss. So, was haben wir hier? Hier kann man sich einen Kämpfer aussuchen. Mal schauen. Alles noch gesperrt, ja. So ein Scheiß. Geheim, hä? Spectre Reborn, what? Spectre? Und dann kann man da auch mit hier ja, Dings spielen, was? Den haben wir denn hier? Outrider, Ruin. Stochen die Infektionen, schürfen, wenn sie im Boden gerammt werden. Zerstören alle Feinde direkt Umgebung, hä? So cool. Den haben wir denn wohl? Ich weiß es nicht. Outrider. Kompositbogen der Pfeile mit jener. Zugdauer steigende Reichweite verschießt, von explodieren bei Kontakt, hä? Kann man hier irgendwas machen? Hallo? Sichtpuls? Hallo? Profit. Nehmen wir die. Komm. Kann man wieder nichts machen? So ein Scheiß. Ich such mal weiter und erzähl mir kurz was zu dem Spiel hier, Black Ops 3. Der Entwickler ist Triage und ist voraussichtlich ab den 6. November 2015 für die PlayStation 3 und 4, Xbox 360 und Xbox One und für den PC erhältlich. So, nehmen wir mal die alte hier, ne? Ja, schauen wir mal. Spiel suchen. Standard, Spielmodi und Karten. Ja. Ist auch noch nicht so aufgebaut, wie es sein sollte, denke ich mal. So, Teammatch und Herrschaft. Wir machen gerne mal ein Teammatch, ne? Jo. Und auf geht's. Ja, das ist mittlerweile schon der 12. Call of Duty Teil. Zeit rennt, was? Der 12. Teil schon, oder? Meine Fresse, ich hab's alle gespielt. Mal was zu dem Spiel gesagt. Das Ganze spielt im Jahr 2000. Oh, es geht gleich los. Was haben wir denn hier? Primär, Sekundär, Extras. Nehmen wir mal das. Okay, Wiesensteuerung. Freigabe zum Angriff. Ja. Hallo? Ich verstecke mich jetzt hier und warte, bis wir gewonnen haben. Verbündete Talon im Operationsgebiet. Wir gehen mal rein. Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Na gut, die Grafik sieht bis jetzt noch mal so aus hier. Das ist noch nicht ganz so, wie es sein sollte, denke ich schon. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Ja, das Ganze spielt hier im Jahr 2065. Und spielt 40 Jahre nach den Ereignissen aus Black Ops 2. Weiter vorrücken, der Sieg gehört uns. Ups. Weg hier. Da ist einer, den mach ich alle. Ups. Hallo? Wo war das? Feind ausgeschaltet. Ja, das ging ja mal ziemlich flott. Drecksack. Gut. Weiter geht's. Nochmal schnell was zur Umsetzung von der PS3 und Xbox 360 für diese Plattform. Übernimmt Binock. Upsala, nicht oder Dude. Ich hab keine Beine mehr. Oh Elend, oh Elend. Drecksack. Das geht doch flott hier. Ich hab keine Lust mehr. Ja. Ach, nervt. Ha, du bist Dude. So. Yum. Hm? Gibt's denn das? Wo denn? Ha? Ey. Ich krieg hier gleich einen Vollharry. Und die Moral von der Geschichte, ich mache diesen Mehrspielermodus nicht. Okay. Sieg! Punktelimit erreicht. Juhu. Haben wir gewonnen? Yeah. Ich bin so ein klasse Spieler. Also, was ich sagen wollte, die PlayStation 3 und Xbox 360 übernimmt Binox und Emergency Technology. Das hier Ruff. Und Emergency Technology übernimmt dafür für diese Plattformen. Ach, das kommt. Ändert sich doch eh kein. So, ich bin gestorben. Alles klar. Und, ja, wir sind gestorben. Aber wir haben gewonnen. Guck mal hier. 33. 100 Punkte. Wir sind so gut. Wir sind die Besten der Besten der Besten der Besten. Black Ops 3. Na gut, liebe Freunde. Es war mal ein kurzer Einblick in die Beta. Ich hoffe, er hat euch gefallen.
Nicht? Ja, hier, Team Deathmatch, juhu, gewonnen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt spielen, wenn ihr wollt. Der Download-Link ist unten drin. Und vorbestellen könnt ihr es auch. Der Download-Link kommt auch mit hin. Wenn ihr noch irgendwas drüber wissen wollt, lest selber. Also Binox und Mercenary Technology übernimmt die PS3 und Xbox 360 Version. So, jetzt wisst ihr's. Okay, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis später. Ciao. Eine hübsche Frau. Na du? Ich rauch voll. Ich bin nämlich Snake Blizzard oder wie heißt der? Okay, gut, dann tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ciao.